Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Timelapse. Und wie ihr schon seht, geht es dieses Mal um den Essener Hauptbahnhof im Projekt der Rhein-Ruhr-Map. Und zwar habe ich mich schon vor längerem entschieden, Essen Hauptbahnhof neu zu bauen. Einfach aus dem Grund, weil die Gleisanordnung nicht stimmte. Ein anderer Grund ist, dass ich dort keine ICEs, also ich könnte dort bloß ICE 3er Singletraktion halten lassen, was ich aber sehr schade finde, weil der Bahnsteig hatte nur 320 Metern, aber für den ICE 1 bräuchte ich jetzt 360 oder 370 und für die ICE 3 Doppeltraktion bräuchte ich ja die 400 Meter und habe mich dann schlussendlich dazu entschlossen, diesen Bahnhof auf diese 400 Meter auszubauen, als auch für ein ziemlich spektakuläres Projekt. Und zwar hat ja Essen Hauptbahnhof diese zwei Stumpfgleise mittendrin. Und wie ihr schon seht, hier ist die grobe Umsetzung des Essener Hauptbahnhofs. Und heute werden wir die Anbindung in Richtung Mülheim und das da oben machen. Das ist Bottrop. Ich glaube Bottrop, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und das Ganze wird höchstwahrscheinlich ein Dreiteiler werden, also so wie das letzte Mal auch. Ich nehme euch wieder mit in das ganze Gebastel. Wer von dort kommt, kann ja gerne mal sagen, ob er etwas Wiedererkennung von den Gleisen her sieht, weil ich habe währenddessen immer mal wieder auf Google Earth und auf Open Railway Maps geschaut. Also wenn da mal kurz eine Sekunde oder zwei Sekunden nichts passiert, das liegt daran, dass ich da kurz auf Google Maps schaue. Wie gesagt, das Video ist fünffach so schnell wie normalerweise, also ich habe das fünfmal so schnell abgespielt. Ich kann jetzt da auch nicht hier dreimal in der Minute den Schnitt setzen und euch diese zwei Sekunden da rausschneiden. Das entschuldigt mal bitte. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Dreiteiler. Ich werde jetzt die nächsten Tage die andere Seite aufnehmen. Also das heißt die Seite Richtung Essen, Steele und hauptsächlich Richtung Bochum Hauptbahnhof. Das wird ein bisschen größeres Projekt, denn dort sind sehr viele Flying Junctions oder allgemein viele Überwerfungen eingebaut. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das mit Überwerfungen oder mit Brücken baue. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit den ersten drei Teilen. Und dann wird es wieder eine Ansprache geben, wenn es an den zweiten Teil geht. Aber wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin danke fürs Zuschauen. Tschüss. We'll be right back.